Danke. Das kleine Luder hat mich gebissen. Ach nein, sie hat ihn gebissen. Rechte oder linke Seite? Das dürfen Sie entscheiden, Schwester Tina. Jetzt mal. Gibt es gleich einen kleinen Pieks. Und so, fertig. Was war denn das jetzt, Schwester? Eine Tetanus-Auffrischung. Tetanus? Ich brauche was gegen Tollwut. Sie hat mich angerufen? Ja, gut, dass Sie gekommen sind. Die fühlt sich auf hier. Kommen Sie mal bitte mit. Wer ist das denn? Das ist die junge Frau, der Sie vors Auto gelaufen ist. Sie können sie gleich mitnehmen, aber bitte denken Sie dran, dass wir eine Kostenübernahme vom Sozialamt brauchen, ja? Ich kümmere mich drum. Ihr könnt doch nicht ein junges Mädchen hier mit Handschellen festmachen. Entschuldigen Sie mal, ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich kann hier nicht den Babysitter machen. Den Angreifer, den haben Sie nicht gesehen? Ich habe gar nichts gesehen, ich habe nur den Schlag gespürt. Keine Beschreibung, nichts sonst? Er hat Schlampe zu mir gesagt, ganz hasserfüllt. Also das Gesicht habe ich jetzt auch nicht gesehen, das ging auch alles viel zu schnell. Das Ganze ist jetzt wie lange her? Mein Zug kam 20 nach 9 an, knapp 2 Stunden. Als Abschluss hatten wir auch Aufführung mit Chansons. Und natürlich, wir haben auch Stücke mit Liedern einstudiert, wir haben auch sehr viel getanzt. Ich denke, das wäre für einfache Musical-Rollen zum Beispiel sehr gut, könnte ich das benutzen. Ich spreche Tschechisch und Deutsch. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, mein Vater ist halb Deutsch und die tschechische Kultur war schon immer auch mit der Deutschen verbunden. Ich habe seit 18 Jahren auch deutsches Theater gespielt. Und wir waren in der Schule, haben wir auch Russisch und Englisch gehabt, schon ganz früh. Und da habe ich auch eben teilweise versucht zu spielen in diesen Sprachen. Und ich habe diese Sprachen auch sehr gerne gehabt, sowie auch die Kulturen. Ich würde gerne weiterhin eigene Produktionen machen, mit eigenen Ideen. Ich würde gerne im Fernsehen Film spielen, auch im Theater. Und sehr gerne eben auch mit Theaterstücken mit Musik oder bis hin zum Musical. In letzter Zeit, ich versuche zu ganz einfachen Dingen des Lebens zurückzukommen, alles viel einfacher zu machen. Ich habe sehr gerne Natur und Musik, da bin ich glücklich. Und ich versuche viel weniger machen als früher und schauen wirklich, was ist das Wesentliche.